Moin. Es hat mich einer auf Telegram gefragt. Ja, ich habe da sowas im Kopf, was ich mal machen möchte. Ich möchte mir 10 Batterien mit 100 Amperestunden kaufen, Autobatterien mit 12 Volt, ne, so die typischen. Es gibt auch 24 Volt oder 6 Volt, aber er möchte 12 Volt. Ja, und dann denke ich mir so, für mein Haus brauche ich so bei 230 Volt Netzspannung einen Netzstrom von 50 Ampere, und das müsste doch eigentlich reichen, und ne, das müsste eigentlich gehen. Wie kann ich denn das machen? Wie kann ich denn das ausrechnen, ob das reicht? Also, welche Leistung brauche ich für einen Inverter? Was muss ich mir für eine Type kaufen? Und welcher Strom fließt da? Und letzten Endes hat er auch gefragt, wie lange komme ich mit dem Strom aus? Na gut, gehen wir so ran. Bei der Leistung eines Inverters kann man grundsätzlich sagen, ich mache jetzt mal den Inverter einfach als Kästchen und schreibe mal Inf rein. Wenn ich hier 12 Volt reinjage und hier 230 Volt raus habe, ja, und dann sage, wie ist denn das mit den Strömen? Ach ja, ich möchte 50 Ampere raus haben. Dann weiß ich jetzt schon, was der Inverter für eine Leistung bringen muss. Warum? Altbekannt ist, P ist U mal I. Das ist die elektrische Leistung. P ist auch W durch T. Ich schreibe es mal mit dazu, da werden wir dann später noch drauf kommen. P ist Arbeit geteilt durch Zeit. Man leistet viel, wenn man entsprechende Arbeit in wenig Zeit macht, oder viel Arbeit in einer längeren Zeit oder was auch immer. Also nicht verwechseln. Dementsprechend, wenn ich das umstelle, wenn ich also W haben möchte, dann sage ich, ich nehme mal T. Also mal T, und dann ergibt sich daraus, daraus folgt, heißt dieser krumme Pfeil, also das mal T, da verschwindet das T hier, W steht alleine, dann steht P mal T ist gleich W. Na gut, wir kommen dann später drauf. Gut, jetzt auf zum Inverter nochmal. Also wie gesagt, ich will hier das eine rein und das andere raus haben. Welchen Strom habe ich hier? Dann darf man muss immer sagen, Energieerhaltungssatz, also was ich reinstecke bei idealem Wirkungsgrad, kommt auch bloß wieder raus. Hier weiß ich schon, wie groß ist die Leistung. Ich kann sagen, naja, P ist also, ne, U mal I, also 230 Volt mal 50 Ampere. Und jetzt rechnen wir das schnell mal im Kopf aus. Hinten steht Volt mal Ampere. Volt Ampere, das ist dann Watt. Hinten eine 0, noch eine 0, eine 0, noch eine 0. 5 mal 3 ist 5, 10. 5 mal 2 ist 10 und 1 ist 11. Also 11.500 Voltampere, beziehungsweise 11.500 Watt, oder sagen wir gleich 11,5 Kilowatt. Kilo heißt ja bloß 1000 mal 1000. So, okay, da hätten wir das eine. Ja, dann muss ich hier allerdings das gleiche machen. Denn ich muss die gleiche Leistung reingeben, die ich auch hinten bloß rauskriege. Ich kriege hinten ein bisschen weniger raus, weil der Wirkungsgrad nie ideal ist. Ne? Aber dann muss ich mindestens 11,5, also sagen wir gleich 12 Kilowatt, brauche ich auch hier. Logisch? Ich hoffe. Also, P der Batterie ist dann auch 12 Kilowatt. Ich schreibe mal gleich, damit wir es einfacher haben, 12.000 Watt. So. Und welchen Strom habe ich? Jetzt weiß ich, P ist U mal I. Also sage ich P, statt P schreibe ich U mal I. Ich schreibe es mal. U mal I, Batterie wohlgemerkt, sind 12.000 Voltampere, kann ich auch sagen, damit ich es dann leichter habe. Ach so, U weiß ich ja schon. U sind ja die 12 Volt, also kann ich hier schon 12 Volt einsetzen. So, damit I alleine steht, muss ich durch 12 Volt teilen. Ich könnte ja sagen I mal 12 Volt, und was stört? Mal 12 Volt, Gegenteil, durch 12 Volt, entschuldigt die Schmiererei. Jetzt muss ich auch mal mit einem Gleichheitszeichen verrutschen. I ist dann diese 12.000 Voltampere geteilt durch diese, ne, 12 Volt. Ja, und jetzt sieht man es schon, die Volts kürzen sich raus, das ist ideal. Ich kriege Ampere raus, das ist schon mal gut. Und 12.000 durch 12, das sind 1000 Ampere. Das ist ein Strom, mein lieber Herr Rhein. Ein Anlasser zieht um die 500 Ampere locker mal, und das ist schon viel. Eine Batterie schafft das. Na, gucken wir uns das an. Die Kapazität einer Batterie. So. C, ich schreibe jetzt mal B, damit ich nicht so oft schreiben muss, ist also 10 mal 100, 1000, also
Ampere-Stunden. Ich kann auch sagen, das sind Ampere mal Stunden. Ampere-Stunden sagt man auch Ampere mal Stunden, aber das Mal lässt man im täglichen Gebrauch weg. Demzufolge kann ich, erste Variante, ich kann das so machen, indem ich sage 1000 Ampere mal eine Stunde. Das ist immer noch das gleiche wie hier oben. Aha, ich kann also eine Stunde lang 1000 Ampere entnehmen. Na Mensch, das wären noch meine 1000 Ampere, das ist doch wunderbar. Ja, vielleicht brauche ich ja gar nicht so viel. Ich kann auch sagen, Moment, man kann es jetzt wieder durch Umstellen alles ändern, das zeige ich jetzt nicht, das ist zu billig. Ich kann auch sagen, nee, ich brauche bloß 500 Ampere aus den Batterien zu entnehmen. Um wieder auf 1000 zu kommen, muss ich mal 2 Stunden nehmen. Also kann ich 2 Stunden mal 500 Ampere entnehmen. Ich könnte auch sagen, wenn ich ganz wenig brauche, ich sage mal 10 Ampere, ja, wie lang? 10 mal was ist 1100? Nee, 10 mal 100, ne? 3 Nullen Stunden. Könnte ich 100 Stunden lang 10 Ampere entnehmen? Ja, gut, so oder so. Das geht immer. Und jetzt wissen wir aber eins: Die Inverterleistung bestimmt sich danach, was ich haben will. Allerdings, jetzt mal aus der Erfahrung: Ich habe ein Notstromaggregat mit Spitze 7 Kilowatt. Und ich habe aber alle Haushaltsgeräte schon zusammengezählt mit Koch und allem, ohne Kochherd und so weiter, ohne Elektroherd, brauche ich, wenn überhaupt, 3,1 Kilowatt. Ich könnte also locker noch mit dem Ding kochen. Und da müsste ich aber alles gleichzeitig angestellt haben. Auch die Kühlschränke sind nicht gleichzeitig alle an, denn die kühlen und gehen wieder in Wartemodus. Warten auf die Temperatur, die sich wieder ein bisschen absenkt, wieder ein bisschen erhöht im Kühlschrank und dann kühlen sie wieder und so weiter und so fort. Das heißt also, so hoch ist die Leistung nicht. Ich komme locker mit 2 Kilowatt aus. Locker. Und beim Kochen sind es dann vielleicht 5. Na gut. So, also so viel braucht man nicht. Also könnte der Fragende schon sagen, nein, da brauche ich bloß 500 Ampere. Und schon hätten wir hier durch Zufall das Beispiel, dann kann er 2 Stunden davon auskommen. Ganz nebenbei. Wenn ich jetzt sage, naja, er hatte nämlich noch eine andere Idee. Und zwar wollte er diese Batterien laden mit Windmühlen. Machen wir noch schnell eine Aufgabe draus. Er hatte sich da ausgeguckt eine Windmühle, weil bei ihm weht ständig Wind durch den sogenannten Venturi-Effekt. Venturi war mal nicht Lino Ventura, sondern Venturi, das war ein Wissenschaftler, ein Italienischer, und der hat da viele Strömungsversuche gemacht. Und zwar, er hatte sich da so ein Ding ausgeguckt mit 3000 Watt. Der leistet also 3000 Watt. Wie lange brauchen wir jetzt, um eine Batterie letzten Endes aufzuladen? Naja, ist eigentlich ganz einfach. Also, gesucht ist die Zeit und die Zeit zum Aufladen, TA schreibe ich mal, und die Lösung ist eigentlich wieder billig. Wir wissen ja, das hatten wir ja von vorhin, C einer Batterie ist ja gleich Strom mal Zeit. Ne? Ampere, Stunden. Naja, gut. Ja, und was hatten wir da? Wir hatten ja 1000 Amperestunden. Und ja, wie komme ich damit klar? Achso, beide, der hat 12 Volt Ausgang und die Batterie auch, ist gleich U. Windmühle und 12 Volt sind auch Batteriespannung. U-Watt. Man muss nicht immer U ist gleich hinschreiben, aber die Einheit muss dazu. Sondern man kann auch umgekehrt schreiben. Das ist gleich U. So, also die Spannungen, die bleiben beide gleich. Aber wir wollten ja die Zeit wissen. Naja, jetzt sehen wir doch hier die Zeit zum Aufladen. Die kann ich auch hier bestimmen. Ja, und damit die alleine steht, muss ich durch I teilen. Jetzt zeige ich es ja trotzdem, wie ich es mache. Also, dann ergibt sich CB geteilt durch I. Eigentlich müsste ich gleich mal I-Ladestrom hinschreiben. IL, dann haben wir es gleich viel übersichtlicher. Und das ist dann T, die Zeit zum Aufladen. Jetzt sollte man bei der ganzen Sache wissen, dass man... Nee, sage ich später. Wir setzen ein, CB waren ja 1000 Amperestunden. Geteilt durch, ja, und jetzt muss ich es ja doch sagen. Und welchen Strom, welchen können wir da reinschicken? Man sagt als Faustregel bei solchen Bleibatterien, wie es ja Autobatterien im Allgemeinen sind, 0,1 mal C, einfach so den Wert. C war 1000 Amperestunden, darf man gar nicht sagen.
bei dieser Faustformel und 0,1 davon sind 100. Also ich kann mit 100 Ampere laden. Nur jetzt ist wieder einfach, die Ampere durch Ampere ist 1. Die kürzen sich raus, es bleiben Stunden übrig, das will ich ja haben. Jetzt kann ich paarweise zack, 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 zack die Nullen wegstreichen. 10 durch 1 ist 10. Also müsste ich 10 Stunden Aufladezeit haben. Und dann kann ich mit 100 Ampere laden. Bloß mal eine Frage. Schafft das Ding hier, die Windmühle? Gucken wir es uns mal an. Wir hatten ja gesagt PSU mal I. Ne? So, jetzt wissen wir ja schon, 3000 Volt Ampere ist U 12 Volt mal I. Oh, Volt mal I. Ich muss durch 12 Volt teilen, damit ich den Strom rauskriege. Ob der das kann? Also durch 12 Volt teilen. Dann habe ich hier 3000 Volt Ampere durch 12 Volt ist gleich I. Gut, es wird rein rechnerisch erstmal was rauskommen. Jetzt müssen wir mal schnell kürzen. 3000 durch 3 ist 1000. Und 12 durch 3 ist 4. Und 1000 durch 4 ist 250. Welche Maßeinheit? Ampere. Da muss man dann ins Datenblatt dieses Gerätes gucken. Kann der das wirklich? Kann der das wirklich bei 12 Volt? Oder sagt er, nee, ich kann bei 24 Volt 125 Ampere. Das kann ich. Und so weiter und so fort. Also da muss man dann ins Datenblatt gucken. Das aber hier bloß nebenbei hier. Das war jetzt bloß mal ein kleines Beiwerk. Jetzt ist das Video auch schon lange genug gelaufen. Ich hoffe, ihr habt Freude dran. Ich werde jetzt hier noch einen Link nochmal zu dem Thema Batteriekapazität vielleicht nochmal anbringen oder weiß der Kuckuck, was ich anbringe für Links. Die werden auch hier oben noch erschienen sein. Ich sage bloß eins, wenn man was weiß, ja, da muss man nicht glauben. Also geht bei. Und immer dran denkt, eine Batterie nur zur Hälfte entladen. Also alle Zeiten immer grundsätzlich durch zwei nehmen. Nicht beim Aufladen. Aber beim Entladen, sonst macht man die Batterie kaputt, weil tief entladen ist dann alles im Eimer. Da kann ich die Batterien wegschmeißen. Gut, alle guten Wünsche. Haut rein, macht's gut, aber macht was. Aber gut eben, ne? Tschüss.